Da bin gespannt. Mittig. Händler nicht kicken. Ich glaube, Prio sollte wirklich haben, hier Odinzorn, das Ding zu drücken. Ich glaube, das sollte Full Prio sein bei mir. Stamina. Aber das ist irgendwie immer Most DPS, ne? So reinschau. Und wenn ich es sofort als Prio benutze, ich logischerweise. Mehr CDs pro Dungeon. Mehr DPS. Aber es ist ein bisschen so, wie ich erwartet habe. Also, je länger die Fights gehen, desto schlechter wird Warrior, ne? Weil das hat immer so deine 10 Sekunden CD-Zeit. Und dann fällst du so ein bisschen runter. Oh, wir müssen jetzt wieder wegfliegen hier. Stimmt ja. Alles klar. Cool. Bin aber durch das Boot geflogen. Das ist ja sehr schön. Das nächste ist hier drüben, ne? So, Bossfight. Dunkelheit anzunehmen. Keine Angst. Lasst sie euch umarmen. Fast gepult. Die Nacht leitet. Sterbt mich. Ja, ich muss bei den Lasern so ein bisschen querlaufen. Jetzt will ich hier weggelasert werden. Wenn wir wieder landen, gebe ich dann Blade zum rein. Gut. Schnell weg. Jetzt müssen wir ein bisschen rumfliegen. Da sind wir die Castbar. Dann können wir jetzt wieder rein. Oh, jetzt hat sie 4 Laser, die Dame.
Und ich glaube, die macht auf jeden Fall nochmal ihre Fähigkeit. Ich glaube, die macht sie immer zweimal, egal wie schnell du bist. Das letzte Mal, als ich hier drin war, war es nämlich bei 0%, dass er nochmal gedrückt hat. Wo bin ich jetzt nochmal ziehe? Oder es war nur Zufall letztes Mal? Oh, nee. Kein Zufall. 0% und nochmal gedrückt. Kein Zufall gewesen. Macht's immer so. Und geht. Oh, kein Loot. Wieder ein Ring. Ich sehe nur Ringe. Also unironisch. Es werden nur Ringe gedroppt gefühlt. So, wo genau müssen wir jetzt hin? Hallo, Philo. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Da. Die Ringe der Macht, ja. Wird das nicht gecancelt jetzt von Amazon? Ich will nicht sagen, ich glaube, wir waren ein bisschen zu früh. Nein, der Tank ist gerade wieder angekommen. Ich glaube, der Tank war zu früh drin, ne? Der Healer war noch in der Luft. Ne? Das Gefühl. Das ist so ein Geraffel im Dungeon, aber es gibt. Aber jeder gibt Vollgas, ohne irgendwas zu gucken, ja. Der Klassiker, ne? Ich meine, ich habe auch nicht geschaut, dass der Healer nicht da ist. Right. Ich hätte auch darauf achten müssen. Aber ist ein gutes Geraffel, das stimmt. Ich werde jetzt aber kurz rappen. Ich kann hier nicht aufmorden und rappen. Na gut. So haben wir es stabilisiert, ja. Scheint so. Wir sind stabilized. So. Nächste Mob. Okay, das kann ich tanken, glaube ich, und einfach Berserker Rage drücken. Leute, guck mal, wie rage-starved ich einfach bin. Geht in nichts rein. Ja, das Ding ist an HC, also an dem Heroic Dungeon. Und das Problem war, glaube ich, daran, dass die einfach nicht schwer waren. Also du hast keine einzige Mechanik oder so gebraucht in Heroic. Und dann springst du von Heroic nach Mythic rein. Und jetzt musst du auf einmal irgendwie ein bisschen Mechanik spielen. Ich glaube, das ist ein bisschen überfordernd. Weil vorher bist du runtergesprungen, jetzt tankt, du hast es alleine getankt. Das war dir egal. Irgendeine Kugel habe ich auf mir drauf. Ah, okay, die Kugel geht in meine Richtung. Oh. Okay, die Kugel geht in meine Richtung, ist hinter mir explodiert. Und ich glaube, die hat mich dann getötet, right? Qualschrei, dunkle Kugel. Ich würde gerne wissen, was genau das war.
Meine Qualschreie muss ich kicken, ganz wichtig. Da ist dunkle Kugel wieder. Und da ist die Kugel. Und davon geht man weg und dann... Okay, aber was hat mich dann getötet? Wenn es nicht die Kugel war. Da ist wieder die Kugel. Boah, das ist aber eine Riesenkugel jetzt. Ich sterbe nämlich schon wieder, ne? Jetzt geht's. Leute, ich habe gleich rotes Gier. Das Qualstrahl, aber gerade war ja keiner da. Ich gehe hier mit drauf. Also gerade gab es ja kein Erz mehr. Ich glaube, irgendeine Bombe oder so war es. Im Classic muss ja auch manchmal Mobs zählen, ja, manchmal. Ich habe noch genug Macht, um euch zu besiegen. So, Pelle, dunkle Kugel. Ich glaube, der hat nämlich jetzt alle Fähigkeiten von den drei Mobs, die wir davor haben, kombiniert. Jetzt kommt der 4. Problem ist, wenn wir die dazu pullen, haben wir gewiped, ne? Angriff ausweichen. Ich sehe nichts, wo wir das ausweichen müssen. Kleiner Kram, den werde ich mal wegauen. Dunkle Kugel geht nicht auf mich, kann stehen bleiben, glaube ich. Ich habe irgendwie gerade jemanden befreit aus Versehen. War nicht meine Absicht, aber wir kommen zurück. Der war im Spinnnetz. Und den Kram kann ich vielleicht, wenn es kein Damage macht, einfach chillen und dann Berserker Rage. Angriff ausweichen geht. Machen wir ein bisschen Selfie rein, damit der Healer entlastet wird. Gut. Ging. Warte, kann ich da retzen? Oh, hier. Okay, jetzt müssen wir wieder hochgehen und den Raid-Boss töten. Geht weg von anderen. Ach so, die müssen auch sein. Den kicke ich. Stun ich nochmal. Da eine Shockwave rein. Ich habe keinen Kick leider für den. Gar nichts. Ding ist, ich glaube, wir müssen erstmal die Viecher töten, ne, bevor wir den Boss machen. Der ist im Raid verbuggt gewesen, by the way, der Boss. Wenn du den in der Luft getötet hast, hat er irgendwie kein Loot gedroppt. Oder ist nicht down gegangen oder so. War ganz lustig. Das passt, sieht gut aus. Das ist eine Bombe, das macht der Shaman, glaube ich. Oh, zwei Bomben haben wir hier, okay. Ein Selfie rein. Ne, drei Bomben. Debuff geht darüber, perfekt. Also ich muss sagen, die Leute machen eigentlich alle Mechaniken sonst gut. Also ich bin sehr zufrieden. Jetzt auch davor in den Gruppen. Also wie ich das beurteilen kann. Ich bin ja selber ein harter Anfänger in Rita gewesen. Kann so stehen bleiben, das passt. Oh. Das
So, und jetzt können wir, glaube ich, direkt... Hier wurde gesagt, man kann direkt runterfliegen. Direkt zu dem Punkt, wo der landet. Man muss dem wohl nicht hinterher. Man kann wohl direkt hier chillen. Aber... Ob das stimmt? I don't know. Auf jeden Fall geht er dann natürlich viel schneller. Verglichen mit hier dem Cutter Dungeon. Viel, viel schneller. So. Da nochmal das Ganze mal. Ich habe gerade meine ganzen CDs reingehauen, obwohl er eben war. Denn, ne? So ein glücklichen Jump. Wir haben es auch doof gedoppelt hier. Wenn ich es wiederkriege, muss ich irgendwie dahinter kommen, glaube ich. Weil runterspringen kannst du nicht, weil hier unten ist ein böser Damage. Ich leg's mal komplett weit weg. Ich weiß aber, ich habe eh einen Charge, ich kann irgendwie rankommen. Wäre das schön. Auch wenn ich weit wegspringe, ist ja ziemlich egal. Okay, wir brauchen nur noch geilen Loot. Weil der hat einen Teleport, ne? Genau. Das Boot. Auch so weird, dass wir wieder hochfliegen. Anstatt dass einfach unten eine Kiste steht, ne? Das ist auch so ganz merkwürdig. Wieder kein Loot für mich. Sage.